Beim brutalsten Krieg der europäischen Geschichte denken viele direkt an den Ersten oder Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch an die brutalen Feldzüge Napoleons. Doch es gibt einen Konflikt, der alles überflügelt und in Deutschland ca. ein Drittel der Gesamtbevölkerung in den Tod riss. Im Vergleich dazu waren es im Zweiten Weltkrieg weniger als 10%. Es gab keine Familien, die damals keine Gefallenen zu beklagen hatten. Der Konflikt fegte wie ein unaufhaltsames Inferno durch Europa und riss nicht nur Königreiche und Imperien in seinen Strudel, sondern auch das Leben von Millionen Unschuldigen. Selten können wir solch eine Verrohung und äußerste Brutalität in der Bevölkerung erkennen wie damals. Die Rede ist natürlich vom Dreißigjährigen Krieg, dem brutalsten Krieg, den Europa wohl in seiner gesamten Geschichte erlebte. Doch wie kam es zu diesem Konflikt? Warum wurde er so äußerst brutal geführt und warum läutete er eine völlig neue Epoche in Europa ein? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an, starten wir rein. Betrachten wir dazu zunächst, wie es überhaupt zu dem Konflikt kam und wie sich Stück für Stück eine Spirale der Gewalt aufbaute. Denn Europa zu Beginn des 17. Jahrhunderts glich sprichwörtlich einem Pulverfass. Der größte Reibungspunkt waren dabei die religiösen Spannungen. Martin Luthers Thesen von ca. 100 Jahren davor und die anschließende Ausbreitung des Protestantismus stellten die Autorität der römisch-katholischen Kirche und des Papstes in Frage. Dies führte zu erheblichen Spannungen zwischen den Anhängern der neuen protestantischen Konfession und den Katholiken. Dies wurde noch verstärkt durch eine Gegenreformation unter Führung des Papstes. Und diese religiösen Konflikte wurden durch die komplizierten politischen Machtverhältnisse noch weiter verschärft. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, ein lockerer Verbund von Hunderten von Fürstentümern, freien Städten und anderen Gebieten, war besonders anfällig für Konflikte. Denn der Kaiser des Reichs, meist aus dem Hause Habsburg, war katholisch und stand so oft im Widerspruch zu den protestantischen Fürsten innerhalb des Reiches. Und so sollte hier auch bald schon das Fass zum Überlaufen gebracht werden. Und die religiösen und politischen Konflikte im Heiligen Römischen Reich wurden durch die Rivalitäten zwischen den großen europäischen Mächten wie Frankreich, Spanien, Schweden und Dänemark noch weiter verkompliziert. Diese Staaten waren im Begriff, ihre eigene Machtstellung in Europa zu stärken und ihre Rivalen zu schwächen. Zudem war auch die wirtschaftliche und soziale Lage bereits vor dem Krieg desaströs. Dies war aufgrund der extrem hohen Inflation, die teilweise bedingt war durch den Zufluss von Silber aus der neuen Welt, jährliche Missernten, Lebensmittelknappheit und sozialen Unruhen. Und so kam es immer wieder zu Bauernaufständen und auch Unruhen in den Städten. Doch das ganze Geschehen sollte bei weitem von dem übertroffen werden, was ab 1618 seinen Lauf nahm. Blicken wir dazu nach Böhmen, einem der größten Landesteile des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Böhmen war eine dieser Regionen, in denen sich der Protestantismus durchsetzte. Circa 90% der Bevölkerung bekannten sich zu der neuen Glaubensrichtung. Trotzdem regierte weiterhin ein Katholik, der böhmische König Ferdinand II., der gleichzeitig auch Kaiser des gesamten Heiligen Römischen Reiches war. Dies wurde von vielen Adligen in Böhmen als Affront betrachtet und viele sahen ihre Religionsfreiheit gefährdet. Und um ihrem Frust Ausdruck zu verleihen, schmissen sie daher einige seiner Statthalter kurzerhand aus den Fenstern der Prager Burg. Der sogenannte Prager Fenstersturz. Für den Kaiser war dies natürlich eine unglaubliche Demütigung und er fürchtete nun, Böhmen an die Protestanten zu verlieren. Wir müssen dabei berücksichtigen, dass Böhmen stets das Zünglein an der Waage war. Denn seit langem wurden die Kaiser von den sieben Kurfürsten gewählt. Brandenburg, Sachsen und die Rheinpfalz waren dabei stets protestantisch, während die drei geistlichen Fürsten aus Köln, Trier und Mainz katholisch waren. Das bedeutete, wenn Böhmen jetzt protestantisch werden sollte, würde der Kaiser seine Macht verlieren. Und so reagierte er mit äußerster Gewalt auf die Aufstände. Er gründete die sogenannte Katholische Liga und verbündete sich dafür mit Maximilian, dem Herzog von Bayern, sowie dem erzkatholischen König von Spanien. Zusammen stellten sie eine gewaltige Armee auf, um Böhmen zurückzuerobern. Es kam zur ersten großen Schlacht des Krieges, der Schlacht am Weißen Berg, bei der sie Böhmen zurückerobern konnten. Doch die Folgen des Fenstersturzes hatten den Graben zwischen den Glaubensrichtungen aufbrechen lassen. Viele protestantische Fürsten fürchteten nun um ihre Macht und schlossen daher ein Gegenbündnis, die sogenannte Protestantische Union. Und auch die anderen Staaten Europas sahen nun ihre Zeit gekommen, um sich von der Dominanz der Habsburger zu lösen. Diese saßen fast zwei Jahrhunderte auf dem Thron des Heiligen Römischen Reiches und regierten auch in Spanien und den Niederlanden. Wir haben hier also schließlich einen gleichzeitigen Krieg zwischen den verschiedenen Landesteilen innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, aber auch den Konflikt zwischen den verschiedenen Staaten Europas. Und so rief die Protestantische Union nach Hilfe im Ausland. Zunächst schloss sich dabei der König Dänemarks an, später folgten auch Schweden und Frankreich. Frankreich war zwar eigentlich katholisch, doch wollte es die Macht der Habsburger nur allzu gerne eindämmen. Wir sehen also, dass es hier keine klaren Trennlinien zwischen den verschiedenen Lagern gab. Und so weitete sich der Konflikt Stück für Stück über das heutige Deutschland und seine Grenzen hinaus aus. Immer wieder folgten neue Invasionsheere, die die Regionen in Schutt und Asche legten. Der Konflikt ist natürlich viel zu umfangreich, um ihn wirklich ausführlich in einem Video zu behandeln, daher hier nur die Kurzfassung.
Zunächst siegte ja die katholische Liga in Böhmen. Dies rief aber Christian IV., den König von Dänemark, auf den Plan. Der äußerst vermögende Mann stellte eine gewaltige Streitmacht auf und verwüstete die katholischen Lande Deutschlands von Norden nach Süden. Erst 1629 wurde er entscheidend geschlagen. Doch kurze Zeit später griff nun der schwedische König in den Krieg ein. Auch er zog wieder plündernd durch die Lande und errang wichtige Siege gegen die Katholiken. Er starb aber schließlich 1632 in der Schlacht bei Lützen. Dadurch griff nun aber Frankreich aktiv in den Krieg ein und zog mit einem neuen Invasionsheer durch Deutschland und es kam zu neuen brutalen Schlachten. Und währenddessen bekriegten sich aber auch die einzelnen Fürsten und Könige des Heiligen Römischen Reiches untereinander und auch katholische Heere zogen immer wieder brandschatzend durch Deutschland. Erst 1643 waren irgendwann alle Fraktionen so ausgelaugt vom jahrzehntelangen Krieg, dass man nach einem Frieden suchte. Und so kamen Gesandte aus allen kriegsführenden Ländern in Münster und Osnabrück zusammen, um einen Frieden auszuhandeln. Doch auch diese Verhandlungen sollten noch 5 Jahre lang dauern. Währenddessen ging der Krieg aber unbehelligt weiter. Das bedeutete auch, was heute verhandelt wird, kann morgen schon Geschichte sein, weil sich die Kriegslage komplett geändert hat. Und deshalb gestaltete sich die Friedensfindung auch so schwierig. Doch 1648 stand dann der Westfälische Frieden, der nun dauerhaft für Frieden in Europa sorgen sollte. Er schränkte die Macht des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ein und hob die konfessionellen Freiheiten der einzelnen Staaten des Reiches hervor. Die Unabhängigkeit der Niederlande und der Schweiz wurde von allen Seiten bestätigt und Schweden und Frankreich erhielten neue Territorien sowie einen erheblichen Machtzuwachs. Die großen Verlierer waren also vor allem der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches sowie Spanien. Und der große Gewinner war Frankreich, das dadurch die Basis für seinen späteren Aufstieg zur Großmacht einleitete. Der Frieden von Westfalen wird dabei heute oft als Geburtsstunde des modernen Staatensystems angesehen. Er legte den Grundstein für das Konzept der souveränen Staaten und die Verträge führten zu einer neuen Machtbalance in Europa, die bis zum Aufstieg Napoleons Bestand hatte. Doch warum war der Krieg so äußerst brutal? Zum einen ist der offensichtlichste Grund natürlich der Krieg selbst, beziehungsweise die unzähligen Schlachten. Doch ein Großteil der Bevölkerung starb tatsächlich an anderen Ursachen. Ganz vorne stehen dabei Hungersnöte und die Lebensmittelknappheit. Die wiederholten Durchzüge von Armeen, die Plünderung und Zerstörung von Feldern und Ernten führten zu weit verbreiteten Hungersnöten. Und die Landwirtschaft war stark betroffen, da viele Bauern im Krieg kämpften und die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wurde dadurch extrem unsicher. Und diese Bedingungen, einschließlich schlechter Hygiene, dicht gedrängter Lager und die Bewegungen großer Menschenmengen, förderten dann auch die Ausbreitung von Krankheiten wie der Pest, Typhus und Dysenterie. Zudem brach die Wirtschaft in vielen Teilen Deutschlands auch völlig zusammen. Städte und Dörfer wurden zerstört, Handelswege unterbrochen und die Wirtschaftsproduktion kam vielerorts vollständig zum Erliegen. Dies führte insgesamt zu noch mehr Armut und Elend. Am Ende verlor von den ca. 18 Millionen Einwohnern des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation wohl mehr als ein Drittel ihr Leben. Manche Historiker sprechen sogar von fast der Hälfte. Europa sollte daher Jahrzehnte brauchen, um sich von diesem brutalen Konflikt zu erholen. So, das war's mit dem Video. Wenn ihr euch jetzt noch für die napoleonischen Kriege interessiert, dann kann ich euch noch sehr dieses Video empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.